Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Wir haben schon Odin mal shoppen gemacht zur Fire TV Fernbedienung. Oh, ich habe jetzt hier schon mal den Pinüppel hier abgemacht, damit ich das nicht im Video machen muss, weil dann nicht, dass ich es wieder von der falschen Seite mache und mich hier anstelle wie der letzte Depp. So. Ja, wir haben halt die Pro-Fernbedienung. Ah, wir haben auch wieder Batterien mit bei. Wenigstens das. So, mehr ist nicht mit bei. Wir haben einmal hier eine schmale Anleitung mit den Knöpfen, alles erklärt. Oh Gott, ich hätte mir eine Brille aufsetzen sollen. Customizable Button. Ist das Englisch? Anpassbare Tasten. App-Tasten. Hier sind die App-Tasten schwarz in der. Ja, weil das ist ja für jedes Land unterschiedlich. Weil bei uns sind hier unten die Anordnung der Tasten mit. Oh Gott. Prime Video, Netflix, Disney Plus und Amazon Music. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Werden wir gleich mal gucken. Sind bei uns in Deutschland so angeordnet, aber in anderen Ländern haben die eine andere Anordnung teilweise manchmal. Aber was ich eher gesehen habe, dass da dann zum Beispiel nicht Disney Plus, sondern Roku mit bei ist oder irgendwas. Na, Quatsch, nicht Roku. Wie heißen die anderen? Och Gott, habe ich im Fernsehen drin. Roku bietet ja selber Geräte an. Mensch, wie heißt denn das? Vivo? Nee. Och Gott, wie hieß denn das da? Oh, weiß ich jetzt nicht. Komm, nicht auf den Namen. Gibt's bei Amazon, beim Fire TV. Ach Quatsch. Mann, beim Samsung-Fernseher ist es mit Rakuten TV. Ha, da ist ein Rakuten TV zum Beispiel mit als Button drauf. Wie man es aufmacht. Das war's schon, nur ein bisschen Erklärung. Ich würde gerne wissen, was mit dem Kopfhörertaste. Kopfhörertaste. Also wenn man Kopfhörer mit dem Fire TV verbindet, kann man damit separat an- und ausschalten oder so. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal testen. Ja, denn das ist noch viel zu klein geschrieben. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich sie in der Hand halte. Abgebrochen. Ja, toll. Ja. Oh! Hört mal. Ich habe wieder eine Fernbedienung, die nicht knackt, weil die Fire TV Cube Fernbedienung vom Fire TV Cube dritte Generation ist Mist. Ja, Prime Video, Netflix, eine App-Taste. Und Amazon Music. Wieso eine App-Taste? Ich wollte doch. Weil es gibt die mit App-Taste und mit Disney Plus. Ich wollte doch hier nicht die zu den Apps. Ich will Disney Plus da drauf haben. Scheiße. Da muss ich mal gucken, welches Modell ich davon gekriegt habe.
Muss man ja nur die Kommentare durchlesen bei Amazon, bei dieser Fernbedienung. Das ist wohl random, wie die rausgehen. Aber sehr schönen Druckpunkt. Und vor allen Dingen, sie fühlt sich gut in der Hand an. Sie fühlt sich sehr gut in der Hand an. Und vor allen Dingen, was das Wichtigste ist, sie knackt nicht. Bei dem Fire TV Cube dritte Generation Fernbedienung, wenn du die so hältst und einfach nur nach vorne drückst, um durchzuspulen oder links, rechts, die fühlt sich nicht wertig an. Die fühlt sich Billigplaste an. Also sehr Billigplaste und sie ist sehr leicht und knarrt dann halt so ein bisschen. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal jetzt sehr, sehr, sehr gespannt. Die will ich jetzt erstmal mit dem Fire TV verbinden und dann mache ich dazu ein Video. Wie gesagt, wir haben jetzt hier oben Prime Video, Netflix, eine App-Taste und da Amazon Music. Und hier oben haben wir drei, die wir frei, zwei, die wir frei belegen können, was wir haben wollen. Das macht sich halt gut für den Schnellzugriff. Ja, wenn man mehrere Apps hat, ja, und unten in die Leiste passen ja nicht so viele rein. Ja, da könnte man dann Netflix zum Beispiel rausnehmen und Netflix dann nur noch über die Taste starten. Dann würde eine App da unten schon wieder mehr reinpassen. Und hier haben wir dann eine App-Taste, wo wir zu den Apps kommen. Und hier könnten wir dann praktisch über 1 und 2, da könnten wir dann praktisch Apps mit reinnehmen, die schon nicht mehr in die Liste passen. Ja. Oder wo es für keine Taste hier gibt. Weil wie gesagt, hier ist jetzt kein Disney Plus oder so, aber da könnte man dann zum Beispiel K-Punkt oder ein VPN oder einen anderen App Store oder was weiß ich. Oder wie jetzt zum Beispiel YouWindow, was ich habe. Die App, die ist bei Amazon, könnt da die Gratis-Version und da gibt es eine Bezahlversion. Braucht nicht die Bezahlversion, das ist totaler Quatsch. Da sind nur Haufen Bilder drin und halt Sachen, von welchen die selber gemacht haben. Die Gratis-Version reicht vollkommen aus. Und dann ganz nach unten gehen, also YouWindow, ich werde die mal unten verlinken. Und dann ganz nach unten in der App, also öffnet die App, stellt sie euch auf euer Wetter, also auf eure Region, das ist eine Wetter-App. Und dann geht die ganz nach unten bei den Skins. Und da habt ihr dann so gezeichnete Hintergründe, würde ich es mal nennen. So ein Berg mit einer Kuh oder ein Windrad oder halt eine Insel oder eine Stadt im Hintergrund oder so. Und die sind teilweise animiert. Nicht komplett. Die Wolken gehen. Die Kuh läuft zum Beispiel ein bisschen hin und her und bei der Mühle dreht sich das Mühlenrad. Und wenn dann halt zum Beispiel Schnee ist, dann liegt da Schnee. Wenn es anfängt zu regnen, regnet es da drin. Also das Wetter ändert sich da in diesem Skin, so wie sich draußen bei euch ändert, so wie ihr es eingestellt habt. Und das ist ein wirklich schöner Hintergrund. Den könnt ihr auch nutzen, den im Hintergrund und dann irgendwelche Musik laufen lassen und dann einfach den Hintergrund anmachen, damit ihr einen schönen Hintergrund habt und nicht die ganze Zeit die Covers oder halt plus Play, Pause und was bei Amazon Music oder Spotify angezeigt wird. Wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Da könnte man die dann halt super auf eine Schnellwahltaste packen und geht halt zu seiner Musik-App rein. Ja, also hier haben wir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, Amazon Prime Music. Ja, machen wir an, suchen uns unsere Musik aus, drücken 1, kommen in unser YouWindow, haben wir dann halt das schöne Bild. Und wenn wir dann halt doch was anderes wollen zum Musik auswählen, einfach wieder die Taste drückt und wir sind da und können was anderes einwählen und dann 1 gedrückt und schon sind wir wieder bei YouWindow. Und wie gesagt, ist komplett free, kostet nichts. Die Bezahlversion braucht er nicht, das ist Quatsch. So, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Etwas längeres Unboxing. Aber ich bin froh, dass die endlich wieder gut in der Hand liegt. Oh, also mit dem Fire TV 3 Fernbedienung, das ist echt, das ist ein Graus, das ist ein Graus. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im Hardware-Video dazu wieder. Und da kann ich euch dann schon ein bisschen mehr dazu sagen. Ich werde die nämlich jetzt schon benutzen. Also Einstellung brauche ich nicht machen, weil das ist halt einfach, geht man in die Einstellung mit der alten Fernbedienung und sagt, hey, weiß mal zu. Und dann weist er die zu. Wenn die kaputt sein sollte, kann ich euch zum Beispiel, achso, das müsste man ja schon verbunden haben, die App.
Aber da gibt es auch eine Schnellwahltaste, die steht auch hier gleich vorne drin, die man drücken kann, um die Fernbedienung zuzuweisen. Oder müsste eigentlich hier drinnen stehen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich freue mich, die jetzt eigentlich zu benutzen und vor allen Dingen die Suchfunktion und so. Ich will damit unbedingt rumspielen. Ich freue mich da schon die ganze Zeit wie so ein Kleinkind drauf. Ist ein kleines Gimmick, klar, aber ich freue mich da voll drüber. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.